Obwohl der W08 ein Divis, ist Toto Wolff wie weiterhin von den Qualitäten des Autos überzeugt. Der Doppelsieg in Montreal zählt für ihn jetzt nicht mehr. Toto Wolff ist weiterhin davon überzeugt, dass der Mercedes W08 das schnellste Auto im aktuellen Formel 1 Feld ist. So belegt Lewis Hamilton in der Fahrer WM weiterhin nur den zweiten Platz hinter Ferrari-Pilot Sebastian Vettel. Doch nach dem ersten Doppelsieg des Jahres in Montreal führen die Silberpfeilen und zumindest die Konstruktwertung wiederen. Wir haben darüber gescherzt, dass unser Auto ein clean Divis, erklärt Wolff vor dem großen Press von A Sebastian in Baku. Es ist aber ein gutes Auto. Obwohl es manchmal schwierig sein kann. Das müssen wir akzeptieren. Dann können wir die vielen positiven Charakter McMahon, die es ebenfalls besitzt, versten und schätzen lernen. Ich glaube, dass unser Auto das schnellst im Feld ist und hat kein anderes lieber, stellt der Österreicher klar und ergänzt, es war ein groß Genugtuung, zu sehen, wie all die Analysen, die wir nach Monaco und Gestalt haben, sich in Kanada so gut ausgewirkt haben. Nach dem Mercedes-Beam-Setup in Monaco nach Volkdamenschgriffen hat, war der W08 in Kanada perfekt hinestellt, und damit nicht zu schlagen. Jetzt es darum, diesen Schwung aufrecht zu erhalten, weist der Österreicher und ergänzt, in dieser Saison ist es so eng, da musst du von Rennen zu Rennen schauen und versuchen. Und jedem Watchen und das Best Paket zu haben, Chassis, Power Unit und Fahrer. Das ist der Inzige Weg und genauso generessen, erklärt Wolff, der Beritz und mittelbar nach dem Doppelsieg in Montreal erklärt hat, dass der Silberpfeil seine Männer nach das aktuell schnellste Auto im Feld. Allerdings tat sich Mercedes in dieser Saison häufig schwer, den Divin Hafen W08 in das Richtige. Offenbar sehr clean, obs Fenster zu bringen. Ob das in Baku gelingen wird, ist aktuell noch nicht absehen. Das ist das Schöne, aber auch das Schwierigen der Formel 1. Das letzte Rennen zählt nicht mehr, weiß Wolff und erklärt, du wirst immer an der aktuellen Performance Jemison. Und nehmen geben wir mal in Jahr ein Bericht heraus. Wir mischen das 20 Mal auf einer öffentlichen Plattform. Der Rennstreck. Dyson ist lang. Es wird gut und weniger gut watchen und geben. Ist sich Wolff bist. Die Zeiten der Standigen Mercedes Doppelsieg sind vorbei. Es geht darum, jetzt mal das Best herauszuholen. Man muss in schwierigen Zeiten die bestmöglich Punktspunkt mitnehmen und wenn alles stimmt, die Pokal einfahren, erklärt der Österreicher.